Herzlich willkommen zurück zu einem neuen Let's Play mit Europa Universalis 4 und unseren Großbritannien. Wir befinden uns gerade in einem Krieg mit Spanien und die sind schwer am Verlieren. Wir haben noch ein paar Schulden. Unser anglikanische Glaube läuft. Da können wir jetzt sogar mal langsam hier die Sachen konvertieren. Oh ne, da warten wir noch kurz. Jawohl. Machen wir hier schon mal an. So, die Schweden dürften bald aufgeben. Hoffe ich doch. Mal in die steht es nämlich ganz schön schlecht. So, jetzt. Hier geben wir uns alle Geld. Kriegsreparation. An die übertragen wollen sie nicht. Den Handelseinfluss auch nicht. Wohl. Könnten sie. Kommen wir mal hier rüber. Oh, Burgund geht's richtig schlecht. So richtig, richtig schlecht. Guck mal dahin. Ganz Spanien ist besetzt. Belagerung von Granada haben wir auch gewonnen. Dann kommen wir dahin. Ja, genau. Wir laufen jetzt einmal um die ganze Welt. Bestimmt nicht. Kanönchenfeindliche. Komm, sammeln wir uns mal alle hier. Bis auf dich. Oh, die Schweden sind da oben. Und die feindliche Flotte. Ganz schnell zur Verstärkung mal darüber. Nicht, dass hier nur unsere Schiffe versenken. Ist nicht mal ein Admiral dabei. Bam. So, wir sammeln uns mal alle in Jeland. So, mal hier schön belagern. Ganz Spanien erobert. Rekruten das sehr viel, eigentlich nicht, ne? Oh, da fällt mir gerade was ein. Oh, hat sich geändert auf 1600. Oh, geht sich aus. Denke ich. So, Schweden. Handelseinfluss übertragen. Noch nicht ganz. Sind feindliche Spanier.
Interessant. Was steht hier da rum? Ich greife jetzt an. Ihr seid so fällig. Neun Schiffe erobert. So, wie schaut's jetzt aus? So ein Geisel nicht. Schwindel. Ansprüche aufgeben auf. Nation entlassen. Estland? Nee. So passt das doch. Krieg mal schön. Handelsmacht von denen. Sollten zumindest. So, meine Truppen mal zurückholen. Kann ich die vernichten? 50.000. Nee, bleibt mal hier. Sonst zu viel Rekrutenreserven. Eine neue Debatte können wir machen. Unterhalt verschleißt Armee. Das wäre doch gut. Oh, ich habe ja gar keine Zustimmung. Neutralisation. Diplomatie, administrative. Wollen alle bestochen werden. Militärische Unterstützung. Prestige. Na gut. Ich stech mal noch ein bisschen. So. Sehr schön. Feindliche Flotte, Armee. Dann mal schnell weg da. So, so ein Geibel nicht raus. Portugal, Burgund, Dänemark. Meine Ansprüche sind Malta, Navarra, eins noch mal anders. So ist einfacher. Nicht Sizilien. Ändert sich nichts. Tarife übergeben. Nein, wollen sie nicht. Na. Oh, fast. Wir lassen mal hier ein bisschen. Ah, die brauchen noch die Burg. Okay, dann warten wir noch. Fahren wir mal hier rüber.
Geht nicht. So. So, liebes Spanien. Da los, tut mal was. Oh, wen haben wir denn da? Spanier belagern mich. Soll ich die Karibik übernehmen? Wäre eine Idee. Oder schwatt einfach, bis sie dann unten fertig sind. Ja, die können da ruhig besetzen. Das macht nichts. Ich muss noch den Krieg ein bisschen rauszögern. Wir hauen ab. Glaubst du es denn? Bleibt halt mal stehen. Nur an nicht, sag mal. Meppen. Oh, Russland. Dann nicht. Ach, sind schon da. Das ist auch gut. Dann segeln wir mal dahin. Transportschiff, mal da landen. Verträge. Observation geht nicht. Haben die besetzt? Ja. Das Gebiet. Das, das, das. Das und das. Na gut, das nicht. Karibik nehmen wir mal auch nicht. Können wir die hier oben nehmen? Oh. Das finden die wohl nicht so witzig. Okay, dann nicht. Ist mir auch recht. Dann vielleicht hier unten. Geht nicht wegen Festung, okay. Noch ein bisschen. Oh. Wow. Ist die echt hier drüben gelandet? Ich glaub's ja nicht.
Okay, nochmal von vorn. Exhalation, Geld. Ja, das sieht gut aus. Ryu übernehmen geht nicht. Den übernehmen hier die Provinzen. 1, 2, 4. 1, 2, 3, 4. So viel Geld. Na gut. Ich will ja nicht so sein. Na, lassen wir ihn mal, ne? Gut, so kann man es lassen. Uhaha. So, kannst du jetzt zurück aufs Schiff. Malta, hab ich dich. So, was machen wir noch? Film ist keine Wahl mehr für mich. Sehr schön. Tage ist ein bisschen viel. Schaut's mit der Inflation aus, die sinkt. Ja, diplomatische Ration ist vielleicht ganz gut. Kann Kompass zurück. Na, der ist ja echt spitze. Oh Mann. Na gut. Dann machen wir das Beste daraus. So, Überdehnung. Dann müssen wir die Kamera wissen. Ah, ist gesunken. Und ich kann gleich nochmal Übermacht anfordern. Huhaha. Hier noch ein bisschen Einfluss. Neue Weltmission. Auch nochmal 15 mit denen. So. So, machen wir das mal voll hier endlich. Kann ich in Kanalkierung Ansprüche machen? Oder bekommen welche? Weiß ich jetzt gerade nicht. Sasari. Mut zum Teufel, Sasari. Keine Ahnung. Egal. Können wir erstmal unsere Festung wieder ausmachen? Wir können mal trainieren. Oder auch. Wenn ich jetzt hier den angreife. Kriegshandlung. Ich dachte, ich hätte einen Anspruch. Sie erhalten keinen unbesetzten Kernbegriff von uns sind oder auf den wir Anspruch erheben. Will ich.
Hä? Verstehe ich nicht. Komisch. So, hier können wir gleich mal wieder Ansprüche machen. Das ist weit weg. Da kann man nicht. So, jetzt versuchen wir mal den zu integrieren. Gucken wir mal, ob wir das schaffen. Das sind 14 leichte Schiffe. Kann ich mit dem was anstellen? Probieren wir mal. Meine Schützen. Lübeck, ne? Bringt alles irgendwie nichts. Nee. Schieben wir die mal nach Lübeck. Die Nordsee bringt mir auch nicht wirklich was. Nach Genua. Oder Sevilla. Schicken wir die mal nach Sevilla. So, wenn wir jetzt noch einen Händler mehr hätten. Wäre das super. Haben wir leider nicht. Die steht hier ein bisschen teuer. So, da habe ich ein. Und da. Okay, den müssen wir jetzt mal hinmachen. So, wenn ich die jetzt beeinflusse, dann kann ich ja gleich mal integrieren. Oder? Mir fehlt ein Punkt. Nein! Na gut. Ich muss nächstes Jahr warten. Ach nee, muss ich nicht. Moment. So. Endlich kann ich Frankreich integrieren. Es wird Zeit. Ach, Korruption. Ich hasse Korruption. Na, komm, gut, jetzt. So. Drei jeden Tag passt. 77, okay. Ein bisschen mal aufhören. So, wieder was Neues. Ich kann mal das machen, aber das will nicht so recht. Merkantilismus. Seh's nicht. Ach da, 43. Na komm, das steigen wir noch ein bisschen. Dann machen wir mal in Sassari. So, man so Flotte verbessern, ha? Wo? Ach, jetzt ist es spät. Mehr Handelsschiffe.
So. Und eigentlich nochmal 10 bauen. Vorlage erstellen. Händler. 10 Stück. Die lassen wir mal hier sammeln. Achso, jetzt habe ich kein Geld mehr oder was? Ja. Autos, nee. Nee. Produktion kann man nochmal steigern. Gut, ich hätte auch meine Schulden bezahlen können, fällt mir gerade auf. Naja. Dem war aber nicht so. Es hat keinen Stamm. Hat es keinen Stamm. Oh. Ich wieder wegnehmen. Kann ich nicht wieder wegnehmen? Nein. Scheiße. Ich glaube, da kann ich drücken, wie ich will. Kann ich irgendwie das Parlament wegnehmen? Kann nicht das Parlament wegnehmen? Ist doch kacke. Ich will das Parlament. So ein Mist. Bürger. 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 Das noch den Bürgern. Das müsste ich eigentlich auch den Bürgern geben. Dann kriegen sie ein bisschen viel Einfluss. Wenn man erzürnt der Nation ein bisschen positiv stimmt. So, die Russen mögen uns ja. Bei Riga würde ich mich noch gern einschleimen. Wir erhielten ein Geschenk von Russland, ist aber nett. Schon hat sich den Krieg erklärt. Ja, das können sie gerne machen. Wir ziehen mal die beziehungsweise mit Riga. Vielleicht kriegt man die ja zum Vasallen. Wir haben Fett Incoming hier. Fast 20. 10 durch Kriegsreparation. Werden bald ein paar Nationalisten kommen. Wir hatten doch eine Mission, irgendwas mit 13 Kolonien, ne? Genau. 15 Stück. Zum Beispiel. Ah, das dauert noch ein bisschen. Okay. Die Äthiopier sind auch echt stark, hm? Ich brauche irgendwie mehr Diplomaten hier, das ist echt zum Kotzen. Hm. Oh. Lübeck.
Analytisch ist das. Ein Krieger verwendet. Ich bräuchte mal irgendwie noch das da. Sind verwendet mit. Oh, der Krieger. Natsch und Chimoriden. Ah, ist wieder so riesig. Das ist nicht schön. Soll ich noch mehr große Schiffe bauen, ist die Frage. Ach komm, zwei noch. Na, schon Galeeren, oder? Das Mittelmeer. So. Schön viele Schiffe. Ach hier, meine Handelsschiffe. Und die Schützen in... Lübeck noch mehr. Was mit Ärmelkanal? Ach komm, schicken wir noch welche in den Ärmelkanal. Kann man da noch ein bisschen den Einfluss steigern? Ja, 2%. So. Ich brauche Leute. Leute von heute. Oh, globaler Handel bei uns? Ja! Wo? Ah, nee. Echt jetzt. Dummschwätzer. Puh. Genial. Können wir noch irgendwie... ausgeben. Nee. So, wo ist jetzt gespawnt? In... Aha. Amsterdam. Und gehört mir. Wunderbar. Überall gleichzeitig. Überall. Okay. Dann müssen wir hier mal noch schnell das steigern. Das wäre natürlich interessant. Habe ich hier den Entdecker, Qualität und Wirtschaft. Gut, dann mache ich jetzt auch erstmal Schluss wieder. Danke fürs Zuschauen. Lass mir doch ein Like da oder ein Abo. Bis bald.